Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gutduftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und heute geht es um eine meiner Lieblingsmarken. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel und überall gelesen. Es geht um meine Top 10 Serdjof-Düfte. Leute, ich habe vor, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube es waren so ungefähr 2 Jahre oder so, hatte ich schon mal ein Top 10 Video gemacht. Ich habe mir das nicht mehr angeschaut, weil ich wollte einfach komplett bei 0 starten und meine 10 nochmal zusammenstellen. Ich kann jetzt schon verraten, es sind 11 geworden, weil ich konnte nicht anders. Da sind ein paar rausgefallen und es sind auch ein paar neue reingekommen, weil hier sind auch Düfte dabei, die waren vor 2 Jahren noch gar nicht auf dem Markt. Viel Spaß bei meiner Top 10 und ja, los geht's. Okay, ich fange an mit einem Duft, den hatte ich vor 2 Jahren zu 100% noch nicht. Den habe ich nämlich erst ein halbes Jahr, glaube ich. Und war für mich Liebe auf den ersten Sniff. Den hatte ich in der Parfümerie das erste Mal gerochen und dachte nur so, what the, ne? Golden Mocha ist das, Leute, Golden Mocha. Und ich werde den Duft jetzt aufsprühen. Ich werde nicht alle Düfte hier aus dem Video heute aufsprühen, weil das ist too much. Wenn ihr Serdjof-Düfte kennt, wisst ihr, dass viele davon wirklich sehr gut performen. Sagen wir mal, ein paar davon sind Beast-Mode-Düfte. Und das hier ist auch einer davon. Also das ist jetzt kein typisches Beast, das ist eher schon so ein sehr starker Duft, aber jetzt nicht so eine Art in your face. Oh mein Gott. Also Leute, wenn ihr den noch nicht getestet habt, ich sag das nicht so gerne, diesen Satz, aber dann rennt bitte in die Parfümerie. Rennt einfach irgendwo hin, wo es den Duft gibt. Golden Mocha. Mocha ist nicht die Hauptkomponente hier drin. Ich würde sagen, das ist kein typischer Kaffeeduft. Du kriegst hier am Anfang, abgesehen davon, dass da, ja, das Opening einfach krass ist, zitrische, Leute, der macht mich fertig. Zitrische Noten am Anfang, leicht süßlich, also zitrig in süß, mit so einer Art süßlichen, leichten Rose mit Oud, aber ich habe überlegt, ob ich Oud sagen soll, weil das ist für mich ganz, ganz, ganz leichtes Oud. Und ich rieche vielleicht auch nur Oud raus, weil ich weiß, dass da Oud drin ist. Ne? Deswegen. Dann nach der Zeit wird der immer süßlicher und dann kriegst du wie so eine Art schon Kaffeegewürz, aber eher in süß. Also kein typischer Kaffee. Plus Kardamom. Ah, Weihrauch ist auch noch drin. Genau, Weihrauch in süßlich. Ganz, ganz süßlich, aber wie soll ich das sagen? Das ist so eine Art Million-Dollar Weihrauch. So riecht der Duft. Haltbarkeit und Sillage auch top. Golden Mocha, Leute. Golden Mocha, definitiv in meiner Top 10, war vor 2 Jahren nicht in meiner Top 10, weil ich ihn noch nicht hatte, aber das Ding musste sofort rein. Weiter geht's mit einem richtigen, richtigen Komplimenten-Biest. Also wenn du keine Interaktion mit Menschen möchtest, also wenn du nicht auf deinen Duft angesprochen werden möchtest, dann lässt du die Finger von dem Duft. Und ich glaube, den hatte ich in meinem letzten Video auch drin, in meiner Top 10. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Argento Overdose. Leute, abgesehen vom Namen, Argento hat ja nichts mit Argento zu tun. Also ich finde, er riecht null nach dem normalen Argento, den ich übrigens in meinem letzten Top 10 Video drin hatte. So, ob der jetzt hier reinkommt, I don't know. Also ich weiß es schon, aber ihr wisst noch nicht, ich werde es nicht verraten. So, Argento Overdose, Leute, das ist ein Duft, der riecht für mich nach Fruchtwasser. Das ist ein fruchtiger Duft für Leute, die keine fruchtigen Düfte mögen, die eher die Richtung blumig frisch lieben. Aber trotzdem mit einer ganz leichten fruchtigen Note, die du einfach nur vergöttern kannst. Es geht nicht anders. Ich hätte schwören können, dass ich da eine Birne rausrieche. Ist aber nicht drin. Ich habe nochmal nachgeschaut, ist nicht drin. Du kriegst hier aber ganz, ganz viel Jasmin und Maiglöckchen. Maiglöckchen, Jasmin und diese Art Fruchtwasser. Der hat was blumig, frisches. Ach, das ist gute Laune im Flakon, aber wirklich auch wieder auf diese Meisterart, auf diese Serdjof. Oh, je ne sais quoi Art. Jetzt kommt hier noch Französisch mit rein. Ich drehe jetzt wirklich wieder durch. Ist ein Duft, der, ich glaube, da ist auch nicht mehr viel drin, muss ich sagen. Ist ein Duft, der super underrated ist. Es sprechen einfach super viele über Erbapura, Argento, über Naxos. Die ganzen Düfte, die man halt so, würde ich mal sagen, als erstes in Berührung kommt mit Serdjof. Aber der hier, nicht so oft. Ich weiß gar nicht, warum. Ist aber in meiner Top 10 Haltbarkeit und Sillage auch top. Top, top, top. Alle Düfte sind übrigens wie immer unten verlinkt. Und ja, jetzt mache ich weiter. Weiter geht's. Okay, jetzt, meine Lieben, kommt ein Duft. Der ist für mich einfach my one and only. Das ist, ich liebe diesen Duft so übertrieben. Und wenn ihr mich und meinen Kanal schon länger verfolgt, also mich verfolgen physisch bitte nicht. Nee, ich habe einen Clown gefrühstückt heute. Nee,
Habt ihr vielleicht mitbekommen, dass der liebe Herbert Stricker mal in Mailand zu mir gesagt hatte, als es um unsere Top 3 ging, da hatte ich den nämlich genannt, da hat er zu mir gesagt, der Duft passt nicht zu dir. Und meine Welt ist ja zusammengebrochen. Du findest, er passt? Oh mein Gott, meine Welt ist erschüttert. Findest du? Und ich bin der Meinung, dass der Duft zu mir passt. Und jetzt kommt der Duft. Viele sagen, hey, der ist eher was für... Wie soll ich das sagen? Der ist was für reifere Frauen. Finde ich nicht. Finde ich komplett gar nicht. Weil ich finde, der Duft riecht für mich einfach nur nach Stil. Nach Stil. Ihr wisst vielleicht, was jetzt kommt. Wenn ihr mich verfolgt, ne? Dieser Duft hier. Picovaia Dama. Das Ding, ohne das geht einfach gar nichts. Also der war, ich habe meine Top 10 aufgeschrieben, mit Kuli auf dem Zettel. Da kam der auf dem ersten Platz. Auf dem ersten Platz. Für mich eine Seife, ein seifiger Duft, der sehr pompös, der sehr elitär, der sehr stilvoll riecht. Das ist wirklich eine, das ist schon eine gestandene Frau, die weiß, was sie will, die aber auch einfach sowas von nach Stil riecht. Ich kann das nicht anders beschreiben. Du kriegst hier halt wirklich eine Seife, einen seifigen Duft, aber auch mit so einer Art leichter Pudernote plus, wie so, ich glaube, Weihrauch ist auch drin, ne? Weihrauch wie so eine Art süßer, putriger Weihrauch, der das Ganze noch ummantelt mit ganz viel Moschus. So, jetzt hoffe ich, dass ich diesen Duft irgendwie beschreiben konnte. Und Haltbarkeit tagelang, also wirklich tagelang, ist auch von der Stone Label Collection einer der besten. Ich kann dir jetzt schon verraten, ich habe noch einen zweiten hier in dem Video aus der Stone Collection. Und ich würde aber sagen, das ist meine Nummer 1 der Collection. Also das ist Nummer 1, mehr geht nicht. Und bevor ich jetzt hier durchdrehe, mache ich weiter. Ich würde sagen, wir bleiben bei sauberen Düften. Ich hatte ja gerade Picovaia Dama vorgestellt. Ist ja, ich meine, ein seifiger Duft ist auch ein sauber Duft. Würde ich in die Kategorie stecken. Das hier ist auch ein sauber Duft, aber der ist anders sauber. Der ist gepflegt sauber. Das ist Apollonia und ich glaube, doch ich bin mir relativ sicher, der kam auch in meinem letzten Top 10 Video vor, weil das ist auch so eine Art Duft, den musst du haben, wenn du Sauberdüfte liebst. Ich liebe Sauberdüfte, das heißt, der muss in meinem Regal stehen. Riecht für mich tatsächlich sehr gepflegt, aber auf so eine, auf natürlich eine Moschusart. Diese Moschus-Sauberkeit bekommst du hier, aber in kalt. Er riecht so ein bisschen kalt, er riecht so ein bisschen trocken, würde ich sagen, aber wie so eine Art Kristallblume. Kristallblume, ich habe auch mal gelesen, dass jemand den Duft wie so eine Art seidenfein gepflegt beschreibt. Passt auch. Ich finde, der riecht tatsächlich wie Mondstaub. Apollonia, der Name sagt es schon, der Flakon verrät es ja auch so ein bisschen. Der riecht wirklich, also wenn es auf dem Mond irgendwie riecht, dann riecht es da wie Apollonia. Dann riecht es da super sauber, super, ja, eben auch ein bisschen staubig, aber blumig. Blumig auch. Da blüht nichts, aber blumig riecht es auch. Weiter geht's mit dem nächsten. Der Duft, der jetzt kommt, der war zu 100% noch nicht in meiner Top 10. Den habe ich noch gar nicht so lange. Ich glaube, ich habe ihn erst 2 Monate oder 3 Monate, ungefähr sowas. Und war auch Liebe auf den ersten Sniff. Liebe auf den ersten Sniff. Und ich muss jetzt an der Stelle wirklich verraten oder sagen, dass Kokosnuss nie mein Fall war. Und ich glaube, Kokosnuss ist da gar nicht drin, der Duft riecht aber nach Kokosnuss. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Der riecht nach Kokosnuss, ist aber anscheinend Feigenmilch. Das ist er. Ihr habt es vielleicht schon rausgehört. White on White ist ein New Release. Es gab mal eine Abstimmung von Certoff. Die haben drei weiße Düfte released und in so einem kleinen Set. Und dann konnte man abstimmen dafür, welchen man am besten findet. Und der wurde dann offiziell quasi als Flakon dann oder als größerer Flakon dann auf den Markt gebracht. Und das war die Nummer 2, wenn ich mich nicht irre. Okay, du hast gehört, Kokosnuss, ne? Keine normale Kokosnuss. Die ist nicht normal. Am Anfang dachte ich mir so, hey, was ist denn das für ein geiles Opening? Du kriegst am Anfang so eine Art Zitrik, wie sowas grünes, zitrisches, aber auf jeden Fall schon ein bisschen cremig mit dieser Kokosnuss. Und dann nach der Zeit, also die Kokosnuss, die eigentlich Feigenmilch ist, dann nach der Zeit wird der immer cremiger. Dann dachte ich mir so, hey, das ist vielleicht wieder so eine Art Raffaello-Kugel. Falsch gedacht, Leute, diese Raffaello-Kugel ist hinterlistig und böse und hat was Mystisches. Weil diese Raffaello-Kugel wird dunkel. Die wird so ein bisschen schwarz, würde ich fast schon sagen. Das ist keine helle Raffaello-Kugel. Nicht
zu vergleichen mit Blanche Bette von Liquid Imaginaire auf gar keinen Fall. Das ist ja für mich so die Raffaello-Kugel überhaupt. Das ist eine mystische. Die führt was im Schilde, sagen wir es mal so. Und der Duft wird immer cremiger nach der Zeit. Du kriegst da so eine balsamische Vanille. Die kriegst du jetzt hier am Anfang noch nicht, aber nach der Zeit wird der... Oh. Und ihr wisst, ich liebe mystische Düfte. Ich liebe das, wenn der sich entwickelt in so eine Art, die du nicht vorausgesehen hast, vorausgeschnüffelt hast. Ne? So. Haltbarkeit und Sillage, ich würde sagen, ist ein gutes oberes Mittelmaß. Die Haltbarkeit ist schon sehr gut. Ich habe den auf meinem Cardigan drauf gehabt und der hat nach 2 Tagen immer noch danach gerochen, dann musste ich den waschen. Aber ist schon ein sehr guter Duft von der Haltbarkeit. Die Sillage, würde ich sagen, ist jetzt nicht raumfüllend, aber sie reicht aus, um eine mystische Kokosnuss um dich rumzulegen. Ne? So rum. Tony Iommi wird wahrscheinlich von ganz vielen Männern getragen. Ne? Es gibt, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass es nicht viele Frauen gibt, die diesen Duft tragen. Es gibt eher Männer, ne, die sich in diesen Duft verliebt haben. An der Stelle möchte ich sagen, an alle Frauen, die zuschauen, guckt euch den mal an. Wenn euch jetzt hier die Beschreibung so ein bisschen zusagt, dann guckt euch den an. Auf jeden Fall haben wir es hier wieder mit einem Serjoff-Meisterwerk zu tun, mit einem Masterpiece. Warum? Passionsfrucht war auch nie mein Fall. Ne? Nie mein Fall in Düften. Ich finde, wenn ein Duft nach einem Cocktail oder nach dieser Passionsfrucht riecht, weil viele Düfte riechen halt dann nach dieser Cocktailnote, dann fehlt mir da immer so das gewisse Etwas. Dieses Parfum, dieser Vibe von einem guten Parfum fehlt mir dann oft. Der ist komplett anders. Also ich finde, der riecht halt auch so ein bisschen dunkel. Das hier ist eine Passionsfrucht mit Rum. Dann kriegst du hier auch noch so eine Art dunkle, holzige Note mit so einer Art dunklem, süßen Patchouli plus Leder. Das ist so eine Art Leder vom Feinsten, würde ich fast sagen. Ist kein typischer Lederduft. Das alles zusammen ist Tony Iommi. Und ich glaube, das ist einer der Bestseller, wenn ich mich nicht irre, jetzt in letzter Zeit gewesen. Und der kommt in groß raus. Da kommt ein 100ml-Flakon raus. War zumindest in Cannes mal so ausgestellt gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der schon draußen ist. Weiß ich nicht. Wenn er schon draußen ist, dann werde ich den dir unten auch noch verlinken, weil meistens ist es ja so, dass die 100 ml dann günstiger sind im Vergleich zu den 50 ml zum Kaufen. Ja, Leute, also ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Haltbarkeit und Sillage, top. Und ich muss jetzt hier gucken, was ich hier noch stehen habe, dass ich mich jetzt hier nicht verquatsche, aber für mich eben Masterpiece. Ich muss jetzt weitermachen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Aber ja, heißes Release von Serjoff. Bei dem Duft, der jetzt kommt, da muss ich jetzt echt gestehen, da habe ich so ein bisschen Angst, den jetzt zu zeigen, weil ich weiß, dass viele von euch, von ganzen Torinos, die draußen sind, den nicht als Liebling haben. Also ist jetzt einfach mal mein Gefühl. Ich meine, ich kriege ja mit, was ihr mir schreibt, als Kommentare. Ich gucke mir natürlich auch ganz, ganz viele Videos an, die mit Parfum zu tun haben. Und da ist, ich glaube, die Nummer 21. Die ist ganz oft dabei. Die 22 auch, aber ich glaube, so die 21 ist so der Bestseller, der Liebling von allen, Everybody's Darling. Ihr könnt es euch ableiten. Ne? Ich habe jetzt hier 23 in der Hand. Das ist er. 23, ich habe mich verliebt. In Cannes, sofort. Ich habe ja in Cannes vom lieben Sergio Momo, von ihm höchstpersönlich, auf der Yacht habe ich ja ein kleines Sample bekommen. Da war der Duft noch so ausgestellt. Und ich habe ihn dann sofort getestet und dachte nur so, der ist es. Leute, der ist es. Warum? Ich liebe Saubernoten. Ich liebe es, weil eine Luft so ein bisschen sauber und seifig riecht. Und genau das hat der vor allem im Opening. Das bleibt nicht die ganze Zeit, aber er gibt mir einfach am Anfang diese sehr gepflegten Vibes. Du kriegst hier, ich muss den jetzt aber mal aufsprühen, wirklich. Ich liebe den ja so. Du kriegst am Anfang eben eine holzige Sauberkeit. Dann kriegst du ganz, ganz viel Blüten. Dann kriegst du... Oh, er riecht pompös, er riecht elitär, er riecht für mich wie jemand, der Yachten besitzt. Tatsächlich. Tatsächlich. Jetzt unabhängig davon, dass ich den das erste Mal auf einer Yacht getestet habe, das hört sich jetzt so strange an. Nee, der riecht für mich wirklich nach so einer Art, ein sehr reicher Mensch, Gentleman, Gentlewoman auch, also Uni ist der, ne, Uni, der das nicht so zeigt, aber der riecht so. Ne? Genau so riecht. Du kriegst hier ganz viel Orange auch. Orange in harzig, in frisch. Ganz viel Jasmin rieche ich hier raus. Und so eine Art würzige, leichte Rose. Und Nelke, aber in hell, in aufgefrischt. Das kriege ich hier alles raus. Und er hat auf jeden Fall
1888 Vibes Casa Morati. Ne? Hast du hier auch. Nur, ich würde sagen, wenn du Casa Morati liebst, den 1888, das ist wie so eine Art Sommerversion in floral und in sehr, sehr aufgefrischt. So, jetzt habe ich mich um Hals und Kragen geredet. Ich hoffe, ich habe den Duft jetzt so gut wie möglich beschreiben können, weil für mich ist das, ist es ein Masterpiece. Leute, ist ein Masterpiece wieder. Haltbarkeit und Sillage auch top. Top, top, top. Ist jetzt auch kein krasses Biest, aber ich würde sagen, ist eine sehr gute Sillage. Sehr gute Haltbarkeit. Ungefähr 8 Stunden habe ich den wahrgenommen und werde ich im Sommer hoch und runter tragen. Ich habe den jetzt schon getragen, aber ich glaube, im Sommer da kommt das Ding wirklich zum Einsatz. So, und jetzt geht's weiter. Okay, meine Lieben, jetzt habe ich einen Duft. Da werdet ihr mir zustimmen, dass der in die Top 10 muss. Das weiß ich, weil das ist auch ein Bestseller, glaube ich. Doch, kann ich mir vorstellen. Der war sehr, 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 sehr lange ausverkauft. Es war nicht einfach, den Duft zu kaufen. Da gab es, ja, jeder wollte den haben, der war halt schnell weg, ne? Naxos. Leute, Naxos. Für mich auch ein Duft. Es haben super viele Frauen auch geschrieben, dass sie den tragen. Ich weiß aber auch, dass das ein Duft ist, der eher bei den Männern sehr populär ist. Für mich ein Duft, den kannst du eigentlich auch fast immer tragen, außer jetzt vielleicht im Hochsommer, da vielleicht eher abends auf dem Date, sonst auch kommt der immer gut an. Brauchst du nicht viel Haltbarkeit und Sillage, stopp. Wie riecht er? Er riecht für mich super cremig, süßlich. Du hast hier so eine Honignote. Du hast hier, jetzt fällt mir auf, du hast hier auch wieder eine Kokosnussnote. Aber ganz, ganz fein, dezent. Also das ist jetzt kein Kokosnussduft, das ist wirklich eher so ein Honigduft mit süßem Tabak. Sehr, sehr cremig und das ist so ein Duft wieder sehr anziehend. Der ist wirklich sehr anziehend und da freut sich eigentlich jeder Mensch auf diesem Planeten, wenn der den unter der Nase hat. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ist auch ein Komplimentenmagnet. Mein Freund kriegt ständig Komplimente, wenn er Naxos trägt. Ich muss den jetzt auch mal wieder tragen. Ich habe den jetzt lange nicht getragen, obwohl es jetzt eigentlich kalt war. Jetzt ist eigentlich so die Jahreszeit dafür. Ich glaube, ich werde den jetzt morgen wieder tragen. Aber kann ich dir immer nur ans Herz legen, Preis-Leistung einfach sowas von top bei dem Duft. Sagen wir es so, du kommst lange mit dem Duft aus, weil du nicht viel davon brauchst. Der hält dir einfach super, super lange. Kannst du nur lieben. So. Ich werde da jetzt nicht groß drum rumquatschen. Ich mache jetzt auch gerade weiter mit dem nächsten. Und der nächste ist noch in einem Samtmantel. Der bekommt oder hat, glaube ich, schon bekommen einen neuen Flakon. Der ist dann nicht mehr in Samt. Und zwar ist das Opera. Und ich muss an der Stelle auch echt sagen, es gibt keinen Duft, der ähnlich ist wie Opera. Das ist wieder so eine Art Extravaganz im Flakon. Und wenn ich jetzt schon wieder sage Meisterwerk, dann gähnt ihr. Dann sagt ihr, hey Angelina, du sagst bei jedem Duft Meisterwerk. Aber bei dem, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr den Duft schon getestet habt, wenn ihr den vielleicht zu Hause habt, schreibt mir das in die Kommentare. Ihr werdet mir doch zustimmen, dass man bei Opera nichts anderes nennen kann, außer dass es ein Masterpiece ist. Es ist sogar echt schwer, auch für mich, den Duft zu beschreiben. Ich werde den jetzt mal sprühen. Ich glaube, der kommt jetzt auf meine Haut. Weil alles andere, ich finde das immer so schade, ne? Wenn ich jetzt hier sitze und die ganzen Düfte auf Streifen sprühe, die ich dann wegschmeiße. Gut, es riecht dann hier im Raum auch eine ganze Weile sehr, sehr gut. Aber trotzdem, ich finde, auf der Haut ist immer was anderes. So, ein Sprühstoß reicht auch aus. Beast im Flakon, Leute. Beast, 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 Beast im Flakon. Der Name sagt es schon. So ein Opernkleid ist aber Uni. Also das könnte auch ein sehr, sehr extravaganter Anzug sein von einem Mann. Du gehst natürlich in die Oper mit diesem Duft, dann bist du gut angezogen. Auch wenn du nackt da in diese Oper gehen würdest und du würdest Opera tragen, dann wärst du gut gekleidet. So gut ist der. Du kriegst so eine Art fruchtige Frische, die unsüß ist, mit einer sauberen, würzigen Rose, die nicht typisch nach Rose riecht. Das ist wie so eine Art Blumigkeit in leicht süßlich mit so einer ganz leichten, frischen, blumigen Ledernote. Das ist aber kein Duft, der nach Leder riecht, wenn du verstehst, was ich meine. Wahrscheinlich nicht. Wenn du den noch nie gerochen hast, denkst du, schwer zu beschreiben, aber das ist so eine Art Blumigkeit, die wirklich ins Pompöse geht, ohne nur fruchtig, ohne nur rosig, ohne nur ledrig zu riechen. Das ist wirklich alles so in so einer feinen Wolke. Das ist Opera und deswegen natürlich in meiner Top 10. 40 Knots darf natürlich auch nicht fehlen. Es gibt einfach bei mir kein Top 10 Video Serjoff ohne 40 Knots. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Also meine Cam, die wird das gar nicht akzeptieren, dass ich das so aufnehme. Das ist für mich Honig
auf der feinsten, holzigsten Art, die du bekommst, mit einer salzigen Meeresbrise. Und da muss ich jetzt hier genauso aufhören. Genauso riecht der Duft. Nicht mehr, nicht weniger. Boah. Hat auch Ähnlichkeit zu Ombre Nuit von Dior. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal auch gesagt. Ich finde aber Fortinots besser. Obwohl ich beide top finde, aber ich finde Fortinots ist... Oh mein Gott. Ja, Haltbarkeit und Sillage auch top. Da kommt einfach kein Duft an diesen Duft dran. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich kenne keinen, der ähnlich ist, außer jetzt diesen Dior. Aber das sind halt wirklich, das sind Meisterklassen. Es tut mir leid, Leute. Ich habe jetzt schon wieder Meister gesagt. Ich höre jetzt damit auf. So, jetzt komme ich aber wirklich noch zu einem Duft. Das waren ja jetzt schon 10, aber ich habe ja gesagt plus 1, weil ich musste den jetzt hier reinnehmen. Ich muss aber auch an der Stelle sagen, der Duft, der jetzt kommt, ist nicht Alexandria 2. Und jetzt sitzt ihr vielleicht da und denkt, ihr müsst euch jetzt hier so an eurem Stuhl, Sofa oder wo ihr auch immer sitzt, festhalten und denkt, Angelina hat den Verstand verloren. Was ist los mit dir? Warum kommt jetzt hier kein Alexandria 2 in diesem Video? Weil das ist wirklich auch ein Masterpiece. Und ich würde das komplett unterschreiben. Und jetzt denkst du dir, was ist los mit dir? Es ist ein Masterpiece. Ich würde aber sagen, dadurch, dass ich ihn in letzter Zeit gar nicht so oft getragen habe, ist es kein Duft, der in meine Top 10 kommt. Obwohl es ein Meisterwerk ist, das ist einer der besten von Serdjof, das ist so. Ich könnte auch sagen, okay, wir machen 12 draus, eine Top 12, dann würde ich den reinnehmen. Aber dadurch, dass ich jetzt 10 sagen wollte und jetzt schon einen noch zusätzlich drin habe, ist der halt rausgefallen. Ist halt nicht in meiner persönlichen Top 10. Jetzt kommt der 11., der jetzt hier die Alexandria 2 vom Thron gestoßen hat, oder was? Was ist da los? Wenn du den mal gerochen hast, dann wirst du es vielleicht so ein bisschen verstehen. Und zwar handelt es sich um Richwood. Einfach eine Schweigeminute muss jetzt hier reinkommen. Mach mal nicht. Aber damit das Ganze nochmal unterstrichen wird. Du hast hier eine sehr, sehr, sehr schmelzende, seifige, am Anfang zitrische Tannennote. Tannen. Mit dieser holzigen Note, die sehr, sehr balsamisch ist. Und schmelzend meine ich mit cremig. Obwohl der Duft jetzt nicht das typische Creme, diesen Creme-Vibe hat. Er ist wirklich eher balsamisch, plus einer sehr eleganten, süßen, 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 auch balsamischen Patchouli-Note. Er erinnert mich so ein bisschen an Koromandel von Chanel, den ich ja auch sowas von liebe, der muss auch noch bei mir einziehen. Aber das hier ist für mich ein Gentleman-Duft. Den sehe ich tatsächlich an einem Mann, obwohl ich ihn selbst auch trage. Also wenn du eine Frau bist und diese Beschreibung, die sagt dir sowas von zu, du liebst cremige, holzige Düfte, balsamische Düfte mit so einer leichten, dunklen Note, go for it. Aber für mich ist das ein Gentleman-Duft. Du riechst sogar, wenn du eine Jogginghose trägst, damit trotzdem nach einem Gentleman. Der hat so eine Art CEO-Vibe. Ja, das passt. CEO-Vibe passt einfach zu diesem Duft hier. Genauso riecht er. Leute, Haltbarkeit und Sillage, top. Ich musste den jetzt wegstellen. Ich muss mich jetzt hier kurz beruhigen. Das waren jetzt meine 10. Schreibt mir doch gerne, das interessiert mich jetzt wirklich, schreibt mir gerne eure Top 10 oder sagen wir mal, wenn ihr keine Top 10 habt, vielleicht eure Top 5 in die Kommentare. Welche Düfte von Serdjof du als absolute Masterpieces siehst, die du unbedingt haben musst oder empfehlen würdest. Und ja, natürlich lass ein Plus da, lass einen Daumen nach oben da, da freue ich mich immer wieder drüber. Und ja, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Videos ihr als nächstes von mir sehen möchtet. Und jetzt trinke ich meinen Kaffee hier zu Ende, der ist noch nicht leer, und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.